Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Geht heute um eine PS4 Pro aus dem letzten Video, die es ja von einem Zuschauer zu verschenken gab, die ich mir abgeholt habe. Und die funktionierte ja und am Ende hatte ich so gesagt, ja, die mache ich vielleicht nochmal sauber, wollte das sehen. So ein paar Leute, ja, ich hier, spiele jetzt selben Song nochmal oder so, weiß ich jetzt nicht. Und aus diesem Grund können wir uns das jetzt anschauen. Holt euch ein Teechen dazu oder ein Bier, Whisky, was weiß ich und dann ja, machen wir uns dann entspannten. Meine Güte, Fischer! Wohl wahr. Ihr könnt mir also zuschauen, wie ich das Ding jetzt einmal ein bisschen reinige. Es war so gewesen. Also diese Konsole habe ich, ich weiß gar nicht, was ich gerade alles erwähnt habe, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass bei The Last of Us, dass du ein wenig lauter warst. Also das war jetzt nicht schlimm oder so, aber höchstwahrscheinlich wurde hier vor ein paar Jahren mal die Paste gewechselt und irgendwann ist so eine Paste auch mal auf und die können wir dann ersetzen gegen hier, was haben wir da, Arctic Cooling MX2. Die fette Spritze, ne, sind irgendwie 30 oder 40 Gramm. 65 sogar. Ja, mein lieber Mann, das letzte Mal habe ich 30 Gramm gekauft. Hat wohl einigermaßen lang gehalten. Ich habe auch mal eine detaillierte Zerlegeanleitung gemacht, kam sehr gut an. Ich denke jetzt aber, oh, look at this, da fehlt eine Schraube. Weiß ich jetzt nicht. Oder das sieht so aus, als wäre da so eine Klammer hinter, aber es gibt ja verschiedene Revisionen. Also nicht jede PS4 Pro sieht exakt genau gleich aus. Manchmal hat man irgendwo anders eine Schraube, die man sonst nicht hat. Das ist eigentlich ganz normal. Deswegen beginnen wir erstmal damit, die HDD auszubauen. Dafür gibt es hier üblicherweise eine Schraube. Und was ich gerade sagen wollte, ja, es gibt schon eine Zerlegeanleitung, aber vielleicht finden wir ja irgendwas Kurioses hier. Hatte das ja dem letzten einmal gehabt bei der PS3, dass da jemand Taschentücher reingeklebt hat. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil man dachte, dass das irgendwie irgendwelche Heatpads sind oder so. Ich verlinke das Video an dieser Stelle einmal. Und ja, kein Wunder, dass sie dann irgendwann mal kaputt gegangen ist. Aber wenn wir hinten nur eine Schraube haben, ne? Da wurde dann die Wärmeleitpaste schon mal ersetzt. Aber das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Ja, danke Philipp für diese Information. Und jetzt kommt eigentlich mein Nicht-Lieblingsteil, nämlich diese Unterseite hier entfernen. Die ist hier so ein bisschen eingeklipst. Und ich habe jedes Mal Angst, irgendwas kaputt zu machen. Da geht zwar selten was kaputt, wenn jetzt mal ein Näschen abbricht oder so, ist das natürlich ärgerlich, aber eigentlich auch nicht unbedingt ein Beinbruch. Sowas passiert halt mal, aber sollte halt eigentlich nicht, ne? Scheinbar ist das wirklich ein anderes Modell. Ich kann mich zumindest nicht erinnern bei der PS4 Pro, dass das hier schon mit einer Klammer versehen war. Also lernt man vielleicht doch mal was Neues. Ist auch gar nicht so schlecht. Ah ja, genau, diese Bewegung, die mag ich überhaupt nicht, weil das hier irgendwie so komisch eingeklipst ist. Nee, da finde ich das Originale oder das Standard PS4-Design viel schöner. So, dann schiebst du das nach vorne und dann passt das schon. Ein bisschen Staub ist drin, aber das ist natürlich zu erwarten. Oh ja, ist doch wohl ein bisschen dreckiger. Ich hole mal eben den Staubsauger dafür. Yes, so ist auf jeden Fall besser. Also ich habe zwar gesehen, dass ein, zwei Leute gesagt haben, ja, mach mal ein Video darüber, ich will das sehen. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Es ist irgendwie auch so, dass ich zumindest jetzt gedacht habe, dass ich die nächsten paar Tage erstmal überhaupt gar keine Lust habe, irgendwie ein Video zu machen. Weil ich nämlich jüngst ganz, ganz frisch mit meiner Freundin Schluss habe. Und deswegen saß ich dann gestern Abend die ganze Zeit hier und habe dann so nachgedacht. Und ach, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte überhaupt gar keine Lust, irgendwas zu machen. Sowas ist halt immer ein bisschen schwierig, ist klar. Deswegen ist das hier auch meine Art zu sagen, ja, wenn dann jetzt vielleicht mal ein Video verspätet kommt oder sowas, weil ich wirklich gerade andere Sachen im Kopf habe oder so, dann ist das für mich damit entschuldigt, so irgendwie. Was soll das hier? Warum ist das Kabel so auf Spannung? Das muss nicht so sein, das ist nicht gut so. Wenn es übrigens mal dazu kommt, dass man den Controller hiermit nicht mehr vernünftig verbinden kann, ne? Auch wenn der Controller per Kabel angeschlossen ist, zumindest der originale, dann wird er über USB einfach nur geladen und ist dann trotzdem per WLAN bzw. Bluetooth verbunden die ganze Zeit. Sowas hatte ich auch schon mal gehabt in einem Video, glaube ich. Da habe ich so eine PS4 für 30 Euro gekauft und ja, da ging dann gar nichts. Und dann habe ich festgestellt, oh ja, hier so ein Kabel ist einfach abgeflogen oder die Antenne war kaputt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein einfacher Fix gewesen. Finde ich aber schon komisch, dass man sich bei Sony dann dazu entschlossen hat, das genau so zu machen. Und wäre das jetzt irgendwie ein kurioses Wi-Fi 2,4 GHz Gedöns, so wie beim Xbox 360 Controller beispielsweise, dann wäre es ja eben genau nicht so, ne? Fasziniert mich aber schon die ganze Zeit, dass man sich bei Sony gedacht hat, ja, wir brauchen hier 500 Schrauben oder so. So ein paar hätten ja auch gereicht, ne? Ich meine, hier unten drunter, da sitzen Heatpads, da kann man vielleicht ein bisschen extra Druck mal gebrauchen, aber sonst für die Stabilität. Wozu braucht man hier so viele Schrauben? Ich habe erstmal ein bisschen reingezoomt gerade. Also jetzt optisch mit dem Objektiv. Ich habe ja jetzt seit neuestem ein neues Objektiv.
in meiner Pechsträhne gekauft. Stimmt, von der Pechsträhne habe ich euch noch gar nicht erzählt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob man das wissen will, aber fing einmal die Woche, an letzte Woche, irgendwie am Wochenende an, dass ich Bauchschmerzen hatte, weil ich irgendwie ein Essen nicht vertragen habe. Und das habe ich schon ziemlich lange eigentlich. Und hatte mir dann gesagt, ja, jetzt gehst du mal zum Arzt damit. Dann, als ich vom Arzt wieder zurückgefahren bin, ist mir jemand rückwärts in den Tiguan reingefahren. Da ist nichts passiert, man sieht rein gar nichts. Aber ich saß dann da so im Behandlungsraum und wir brauchen mal eben ihr Kennzeichen. Ja, Ihnen ist jemand ins Auto gefahren. Ich total aufgelöst, wie ich noch nie in meinem Leben war. Weil ihr wisst, der Skoda, die Reparatur hat 5 Monate gedauert. Den habe ich jetzt gerade erstmal wieder. Der wurde auch repariert, obwohl ich das zuletzt gar nicht mehr wollte. Aber der Anwalt sagte, oder hat wahrscheinlich nicht Bescheid gegeben, dass der Wagen dann nicht repariert werden sollte. Der war genauso verwundert wie ich. Und den Wagen wird jetzt jemand anderes fahren, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht. Nicht nur das, dann habe ich auch noch quasi fast einen Opa überfahren. Dann habe ich den Skoda wieder abgeholt. Dann haben die in der Werkstatt das irgendwie hinbekommen, die Motorhaube zu zerkratzen. Die nagelneue Motorhaube, weil ja vorne alles neu kam. Also das war nicht weit vom Neupreis des Fahrzeugs entfernt, diese Reparatur. Ich wusste eben nur, oh guck mal, Heatpads hier, dass ich allzu schnell eigentlich kein solches Auto wiederbekomme. Ne? Man wartet ja mittlerweile irgendwie ein halbes Jahr Minimum auf ein Leasingfahrzeug. Es sei denn, man bezahlt einfach das Doppelte, dann natürlich nicht, aber ist alles irgendwie immer richtig komisch bei mir. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, am Ende gehe ich dann irgendwie immer so ein bisschen als Gewinner raus, aber so zwischenzeitlich, ja, ist echt, ich kann es nicht begreifen. Dann war während dieser Zeit meine Oma bei Verwandten gewesen, hat sich da das Auto auch noch kaputt gefahren, also nur einen kleinen Kratzer hinten. Und das Rücklicht hat sie sich kaputt gefahren, ich habe aber schon ein neues besorgt und die das eben ersetzt. Er hat jetzt, weiß ich nicht, 40 Euro gekostet oder so, war jetzt nicht das Problem. Aber trotzdem, so allgemein, da wollte doch irgendwie ein Kumpel am Wochenende vorbeigekommen, der ist dann auch krank geworden, hat auch keine Lust mehr gehabt und ich saß dann da alleine. Dann hat sich so langsam angebahnt, ja, mit der Freundin ist irgendwas nicht in Ordnung, dass man sich mal eine Woche nicht sieht, zum drüber nachdenken oder sowas. Ja, schlussendlich, sitze ich dann hier und ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt in diesem Video erzähle. Ich weiß nicht, diese Woche hatte ich nicht besonders viel Glück. Apropos Glück, es kann gut sein, dass, so wie jetzt in diesem Falle, die APU hier noch ziemlich fest dran hängt, dass man das Mainboard jetzt nicht mehr eben ausbauen kann. Ne? Man versucht das so ein bisschen zu verbiegen, obwohl jetzt klappt es tatsächlich gerade schon. Aber wenn das auf jeden Fall schwieriger wird, das heißt, wenn man hier das Mainboard so ein bisschen anhebt, da würde ich eigentlich auch eher Plastik für verwenden, wenn ich ehrlich bin. Ne, damit man nichts großartig verbiegt oder hier kaputt macht, da haben wir haben mehrere Layer in diesem Mainboard an sich und wenn ich jetzt hier irgendwas anhebe und an genau der Stelle ein paar Leitungen vorbeigehe und ich die zusammendrücke, dann gibt es einen Kurzschluss, dann ist finito hier. Deswegen sollte man besser Plastik benutzen, ja, und wenn die APU hier ziemlich festhängt, würde ich empfehlen, das Board ein bisschen warm zu machen oder bevor man die Wärmeleitpaste wechselt, dass man hier mit eben 10-20 Minuten gespielt hat, dass das Ganze schon mal ein bisschen warm ist. Dann lässt sich nämlich die Paste sehr viel einfacher lösen. Aber seit dem Video habe ich hier tatsächlich nichts dran verändert. So, und jetzt ist es noch so, dass auf der Rückseite sich das Netzteil befindet. Deswegen gehst du hier so ein bisschen mit Widerwillen raus. Das habe ich gerade gar nicht beachtet. Siehst du, ich bin komplett durcheinander diese Woche. Das ist echt nicht mehr normal, weiß ich nicht. Und jetzt an der Stelle müsste man dann eigentlich hingehen und hier diese obere Seite entfernen. Die ist auch so hässlich hier eingeklipst. Und das kriegt man auch nicht auf Anhieb beim ersten Mal hin. Da muss man dann ein bisschen schauen. Auf jeden Fall kriege ich dich jetzt, weil ich gerade nicht aufgepasst habe, nicht wieder vernünftig eingebaut. Und selbst wenn, also das liegt an diesen beiden Pins hier fürs Netzteil. Deswegen muss ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich gerade dummerweise nicht aufgepasst habe. Ja, ich weiß. Ich habe mich gerade vertan, nicht an der Rückseite öffnen, sondern an der Vorderseite, da wo man die CD einlegt, wo die USB-Anschlüsse dran sind. Da funktioniert das auf jeden Fall bei der Seite ganz gut. So, und hier nochmal, ganz vorsichtig. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Na komm. So, danke schön. So, und üblicherweise wird man ja jetzt hingehen, wenn das hier alles noch befestigt ist, auf der Rückseite, einfach diese Schrauben zu lösen, aber ich muss das jetzt seitlich machen, weil ich, wie gesagt, das Board hier nicht wieder komplett reindrücken kann. Deswegen muss erst das Netzteil raus, weil es sonst sein kann, dass ich hier etwas verbiege. Ich zeige euch gleich, was ich meine. So, endlich kann ich dich wieder normal aufsetzen. Jetzt ist hier noch ganz, ganz wichtig, dass wir das Netzteilkabel sehr, 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 sehr vorsichtig rausziehen, weil es sonst sein kann, dass wir den Port vom Mainboard abreißen. Oder wir machen das ganz easy und entfernen den Stecker einfach am Netzteil. So, das sind übrigens hier dieselben Schrauben bis auf die beiden langen, die man überall anders im Gehäuse auch vorfindet. Und diese beiden Pins, die sind jetzt vielleicht ein bisschen angebogen, macht aber nichts. Die habe ich wohl schon so weit rausgezogen, dass ich sie gerade nicht wieder komplett hineinstecken konnte. Und deswegen sah das so aus. Und jetzt fällt mir gerade auf die Wärmeleitpaste hier.
Sind das zwei verschiedene Pasten? Oh, so halb kritisch würde ich sagen. Ne? Also auf jeden Fall ist das nicht mehr allzu gelig. Die äußeren Stellen hier vielleicht. Und dieses silberne hier, hatte ich gedacht, wäre vielleicht noch alte Paste gewesen. Also man sollte das Teil schon ordentlich sauber machen, bevor man neue Paste aufträgt. Das mache ich auch jetzt gerade schon. Das ist wahrscheinlich einfach nur so eine, ja, ob das jetzt ein Materialfehler ist hier beim Kupfer, weiß ich nicht. Das kannst du jetzt auf jeden Fall hier vorsichtig so ein bisschen abtragen. Dafür würde ich auch immer nur Plastikwerkzeuge verwenden oder auch nur ein Tuch. Weil wenn wir jetzt hier hingehen würden, mit einem Schraubenzieher beispielsweise, dann besteht das Risiko, dass wir hier großartig was verkratzen. So, und hier so oben drauf, ist auch schon halbtrocken die Paste, ne? Und das hier, ich mag das gar nicht, wenn da so viel Paste mit übersteht. Also besser natürlich ein bisschen zu viel, aber wirklich nur ein bisschen zu viel Paste als zu wenig. Wenn hier nämlich was fehlt, dann kann es sein, dass der eigentliche Die, also dieses Teil hier vom Chip beschädigt wird. Das wollen wir natürlich auch nicht. Deswegen muss man da ein gutes Mittel für finden, einen guten Mittelwert. Ungefähr so groß wie ein Reiskorn sollte das sein. Und natürlich auch ganz vorsichtig sein, diese kleinen Bauteile hier nicht mit abzureißen. Da kann man auch mit einer alten Bürste einmal drüber gehen, so eine Antistatikbürste geht natürlich auch. Und zum Lösen der alten Paste natürlich immer Isopropanol auf so einem Q-Tip. Siehst du, perfekt. Gehen wir ein paar Mal drüber, sieht schon sehr viel besser aus. So wäre ich auf jeden Fall damit zufrieden, wenn wir uns das mal anschauen. Ne? Also da werde ich gleich, wenn ich Wärmeleitpaste auftrage, wahrscheinlich nochmal drüber gehen, weil ich so paranoid bin. Einmal Isopropanol mit der einen Seite nochmal kurz sauber machen. Hier könnte man vielleicht nochmal schauen. Hier haben wir ja ein paar kleine Heatpads dran. Diese sind aber, wie man sieht, noch so ein bisschen elastisch. Die können auf jeden Fall da bleiben, die sind noch nicht allzu alt. Da puste ich gleich einmal vorbei, halte die noch so ein bisschen fest, weil da so ein bisschen Staub dran ist. Allerdings, ganz, ganz wichtig bei solchen Sachen, das Teil noch ein bisschen weiter auseinanderbauen, damit wir den Kühler sehen können. Dazu befinden sich hier noch ein paar kleine Schräubchen. Einmal hier, da ist sogar ein kleiner Pfeil dran, aber die Schrauben, die fallen ja relativ schnell auf, ne? Ist klar. Das können wir nicht nämlich rausnehmen. Und sehen hier, da, boah, also, ne? Hier ist jetzt nur noch die Hälfte des Kühlers zu benutzen. Nichts für Allergiker natürlich. Das wird mal sofort entsaugt und eine kurze Reinigung später, ja, war wohl ein bisschen dreckig gewesen, so, aber jetzt glaube ich nichts wirklich Wildes. Hier habe ich auch einmal kurz drüber gepustet, genauso wie dadurch hier mit dem Ding. Das nennt sich Lüster, ist einfach nur ein Luftgebläse so an der Stelle. Und das ist, glaube ich, also für mich hat sich das bis jetzt rentiert, ob man sowas jetzt wirklich zu Hause haben muss. Wenn man jetzt ein, zwei Mal irgendwie was sauber macht, wage ich zu bezweifeln. Aber manchmal sind die Teile im Angebot für 20, 30 Euro und wenn man eh schon einen Akku dazu hat, warum nicht, ne? Jedenfalls kann jetzt alles wieder sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge zusammengebaut werden. Ich habe da jetzt beim Saubermachen mal die Kirche im Dorf gelassen. Wenn da jetzt irgendwo noch mal so ein Stückchen Staub oder so sitzt, dann mache ich das jetzt nicht unbedingt weg. Nochmal als kleiner Hinweis hier, sage ich aber auch ganz oft, hier ist jetzt an der Stelle, ich hoffe, man sieht das im Licht so ein bisschen, so ein kleiner Pfeil dran. Hatte ich ja gerade schon einmal kurz gezeigt, dass es so einen Pfeil gibt. Das bedeutet, da muss eine Schraube rein. Hier ist zwar auch ein Schraubengewindeloch, aber da muss keine Schraube rein, weil jetzt ja du wieder nicht zum Vorschein kommst, sondern einfach da drüber gebaut wirst und wir die Schrauben hierdurch befestigen. Ich wette, irgendwann wusste das nicht, oder? Wenn du das nicht wusstest, sag mal eben Bescheid in den Kommentaren. Dann weiß ich zumindest, dass ich das nicht umsonst jedes Mal erzähle. Aber vielleicht vergisst man das ja auch gerne mal. Und hier haben wir noch die Antennenkabels so ein bisschen. Ja doch, so ungefähr könnte das Sinn machen. Ja, alles klar. Wichtig natürlich, dass man aufpasst, dass man keine Kabel hier zerquetscht oder so. Aber das sollte Standard sein wohl. Dann haben wir hier auch die besagten Schraubenlöcher von gerade eben. Und hier am besten nochmal darauf achten, ob wirklich alle Heatpads noch mit da sind. Die könnten nämlich wohl wichtig sein, ja. Genauso wie das Teil, was vielleicht einfach nur ein bisschen zur Stabilität ein bisschen mit beiwirkt. Irgendwie so wird man sich das dabei, glaube ich, gedacht haben. Jetzt fällt mir gerade auf, hier ist auch noch so ganz bisschen Staub drauf. Kannst ja mal rübergehen, ne? Schadet ja eigentlich nicht, vor allem in der Antistatikbürste nicht. Dann könnte man hier auch nochmal gucken, wir haben hier den HDMI-Chip, ob der mal ersetzt wurde. Aber meiner Meinung nach sieht ja noch original aus. Also wenn das hier so aussieht wie ungefähr dort, ne, dann weiß man, ah okay, da wurde mal was ausgelötet bzw. neu wieder eingelötet und Lötpaste verwendet. Warum das jetzt genau am Toshlink-Port ist, kann ich euch tatsächlich gar nicht sagen.
und überall anders nicht, aber es ist so, ja. Vielleicht wäre jetzt auch eine Gelegenheit, einmal die Batterie hier drin zu wechseln. Je nachdem, wie lange das Teil durchgängig am Strom ist, wird die natürlich dann noch stark oder weniger stark geladen sein. Es war bis vor einem halben Jahr oder so mal ein Problem gewesen. Dankeschön, jetzt habe ich mich richtig verjagt, dass wenn diese Batterie leer ist, dass die Konsole erst einmal ins Internet musste. Damit man ganz normal wieder spielen konnte, weil es dann jedes Mal eine Fehlermeldung gab. Sowas wurde behoben, aber wenn man jetzt noch einen uralten Jailbreak hier drauf laufen hat oder so, dann kann das zu einem Problem führen. Deswegen dann die Batterie im Übergangsmodus wechseln, das heißt hier gleichzeitig 3 Volt dran packen mit einem externen Netzteil oder mit einer anderen Batterie, sodass die Uhrzeit die ganze Zeit gespeichert wird. Mein Reiskörnchen hier. Na komm. Ja. Ja, muss schon draufbleiben, ne? So, und diese überflüssige Wärmeleitpaste im wahrsten Wortsinne, die packe ich einfach hier drauf. Ansonsten sammelt ich das hier drin und dann hat man irgendwann, wenn man das Teil aufdreht, wenn man das überhaupt hinbekommt nach längerer Zeit, die Paste immer am Finger, möchte man ja auch nicht. Das Netzteilkabel habe ich jetzt dran gelassen. Das schiebe ich nach unten einfach durch. Der Rest geht von alleine. Bitte auf alle Flexkabel achten, dass man die nicht irgendwie mit eindrückt. Genauso wie Antennenkabel. Die gehen gerne mal kaputt. Hier, ja, dürfte so passen, gell? Ja, dann kannst du jetzt mit dir weitergehen. Bitte auch diese Platte mit verbauen. Wenn man die vergisst, dann ist der Kühler einfach nicht vernünftig fest. Das möchte man natürlich auch nicht. Und bei diesen Schrauben, ne, beim Festdrehen oder Lösen oder so auch vorsichtig sein, dass man da wirklich einen ordentlichen, vernünftigen Bit für verwendet. Die leierten nämlich bei der PS3 ganz gerne mal aus und die sehen jetzt ziemlich ähnlich aus. Und das ist ziemlich doof, wenn man diese Schrauben irgendwann nicht mehr lösen kann. Weil man sich einfach gedacht hat, ach, nehmen wir mal hier so einen uralten Schraubendreher, Schraubenzieher, was weiß ich. Dann kann diese Klappe wieder drauf, dieses Blech. Ich habe mir die Heatpads gerade mal angeschaut, die sind von der Konsistenz natürlich auch noch in Ordnung. Sonst würde ich diese jetzt einfach eben ersetzen. Kostet ja nichts. Und hier bitte auch aufpassen, dass man keine Kabel einklemmt, besonders die WLAN-Kabel hier. Die Antennenkabel, Entschuldigung, ein WLAN-Kabel gibt es nicht wirklich. Es sei denn, das WLAN-Kabel ist das Antennenkabel. Das klemmt sich da auch gerne mal mit ein. Ja, und jetzt können alle Schrauben hier wieder dran. Man erkennt das am Gewinde, welche Schrauben da rein sollen. Diese etwas kleineren Gewinde sind eben die kürzeren Schrauben mit einem M2 oder M3 Gewinde oder sowas. Und die anderen sind eben die Plastikschrauben. So, und da ist mir der Kameraakku dann tatsächlich mal ausgeleert worden. Ich habe hier zwar das Netzteil dran, aber das ist nicht das Stärkste. Das Problem ist nur, wenn ich ein starkes Netzteil benutze, dann wird die Kamera gerne mal warm. Und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich hier mal eben noch so ein ganz bisschen sauber gemacht, ein paar Mal durchgepustet, auch das Netzteil. Aber das Netzteil war tatsächlich super sauber gewesen, zumindest im Vergleich. Hier bei den Plastikteilen bin ich dann noch einmal drüber gegangen mit Silikonspray. Jetzt glänzt das oder man sieht vielleicht so diesen Übergang zwischen den beiden. Beim Netzteil habe ich es jetzt nicht gemacht. Ist auch kein Muss, muss man auch gar nicht machen, weil man diese Stelle ja sowieso gar nicht sieht. Aber ich hatte gerade mal für 10 Minuten nichts zu tun, deswegen habe ich das gemacht. Ich habe auch die Klappen, also die weißen Klappen hier von der Ober- und Unterseite, einmal kurz gereinigt. Und wenn man sich die Tücher mal anschaut, ne, als wäre das voll dreckig gewesen. Ne? Aber das war es tatsächlich gar nicht. Oder hier, das sah nicht so schlimm aus. Nur wenn man dann nochmal drüber geht mit Isopropanol, ja, dann sammelt sich doch wohl so ein bisschen was an. Auf der Rückseite kann ich dann jetzt noch ein paar Schrauben hier reindrehen. Unter anderem hier unten, einmal fürs Netzteil. Da waren zuvor nämlich keine Löcher gewesen. Und eine Schraube hier ist noch übrig. Und ich frage mich, wo die hinkommt. Ach, hier oben. Ja, siehst du. Ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn solche Schrauben nicht überbleiben. Dann können wir die Kabel noch vorsichtig einmal anschließen. Hier steht übrigens W und B da dran, ne? Für White und Black bei diesen Kabeln. Das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ich habe mir sonst da, glaube ich, immer eine Markierung dran gemacht. Auf dem Board, welches Kabel schwarz oder weiß war. F steht, glaube ich, für Front. Dann einfach nur, weil das eben hier vorne hingeht. Ne? Ach, ganz wichtig, das Kabel hier nicht vergessen. Für den Lüfter, sonst haben wir da ganz schnell Zappenduster. Ja, dann stand das hier ja schon fast wieder dran. Wie man jetzt vielleicht sieht, so ja, ein ganz bisschen dreckig noch. Aber das ist eben ganz normaler Staub. Hier die Unterseite ist tatsächlich gar nicht ganz so schlimm. Liegt eben daran, dass wir hier keinen großartigen Airflow wirklich haben. Also hier kannst du dir noch so ein bisschen Luft durchziehen und da so ein bisschen so allgemein. Aber das ist natürlich nicht allzu viel. Das PS4 und Sony Logo ist natürlich hier an der Front, ist klar. Mache ich jetzt gerade einen Denkfehler? Ja, tatsächlich. So machen wir das nämlich. Und hier ist tatsächlich kein Schraubenloch hinter. Das heißt, das hier ist wieder eine neuere Revision, die ich noch nicht hier hatte. Um
sich einmal zu verteidigen, dass man natürlich nicht weiß, wo jede Schraube sitzt, vor allem wenn man jetzt nur alle paar Monate so eine Konsole mal öffnet. Ja, und was ich gerade sagen wollte, diese untere Seite, die war auf jeden Fall ein bisschen dreckiger gewesen, liegt aber auch eben daran, dass hier die meiste Luft durchkommt, die dann hier so durchgezogen wird an den Stellen. Und es mag ja auch manche Case-Mods geben, wo dann hier etwas mehr Luft angesaugt wird. Hier in dem Fall ist das jetzt kein Problem, aber es gibt, glaube ich, auch Konsolendesigns, wo dann wirklich darauf geachtet wird, dass hier Luft durchgezogen wird, dass dann, ja, eventuell auf der anderen Seite ist jetzt nicht so viel, aber dass dann RAM-Chips noch so ganz bisschen mitgekühlt werden. Da wird sich wohl ein bisschen was bei gedacht. Da wird man sich wohl ein bisschen was bei gedacht haben, auf jeden Fall. So, setzen wir dich jetzt nach vorne hin mit dem Sony und PlayStation Logo. Du knarzt aber ganz schön viel, ne? Ja, ist leider so. Das legt sich noch ein bisschen. Dann kann die Festplatte auch wieder hinein und schlussendlich die Klappe dafür. Ich schaue jetzt noch mal eben, ob ich da noch eine Schraube für habe, weil ich hier keine Schraube mit dazu bekommen habe. Die ist jetzt auch nicht übermäßig wichtig, weil diese Klappe, zumindest wenn die Clips hier dran sind, die fällt so oder so nicht ab. Deswegen eigentlich ist gar nicht so schlimm. Die Festplatte fällt hier nicht raus. Ja, willst du jetzt oder willst du nicht? Also willst du nicht, ja, ist klar, aber warum nicht? Oh, mein Leben macht keinen Sinn mehr, was soll denn das? So, dann zeig mal, was du kannst oder nicht kannst. Vielleicht reicht das schon. Piep, ja, alles klar. Hier ist ein blaues Licht. Und was macht es üblicherweise? Richtig, es leuchtet blau. Ja, sehr schön, das hat geklappt. Du funktionierst immer noch. Ich werde wahrscheinlich dann morgen noch hingehen und das Teil einfach mal mit Scheuermilch noch ein ganz bisschen sauber machen. Also nicht, dass du jetzt großartig dreckig wärst, da gibt es nur noch so kleine Schrammen. Die sieht man allerdings so, glaube ich, besser. So wie hier gibt es so ganz kleine Stückchen, die so am Gehäuse verteilt sind. Also vielleicht sieht man es im Video auch besser als hier im Vorschau-Monitor. Aber hier ist jetzt tatsächlich das lauteste immer noch das Blu-ray-Laufwerk. Entschuldigt bitte diesen Fauxpas. Und ja, dann sieht das Teil wieder neu aus. Ich hatte mir auch die Kommentare dazu durchgelesen, dass manche Leute auch hingegangen sind und ihre schwarze Konsole einfach lackiert haben. Gut, das kann man machen, nur wenn da dann mal ein kleiner Kratzer reinkommt, dann siehst du das eben halt direkt, ne? Und oh, jetzt ist sogar das Laufwerk ausgegangen, endlich mal. Wundert mich sowieso, dass er das Spiel nicht einfach direkt installiert hat. Oder vielleicht hat er es gerade gemacht, weiß ich nicht. Ja, das ist wunderschön leise, fast nicht zu hören. Aber vor allem, wenn man so da reinsprüht, ne, dann sieht man das doch richtig schnell. Oder hier so die Lufteinlässe, wenn die dann so ein bisschen zusitzen, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine super gute Idee ist. Und dann musst du das, glaube ich, auch hier vielleicht beim Netzteil machen, obwohl da, na gut, da sieht es ähnlich aus. Also wäre das eigentlich egal, aber ja, bin ich sehr mit zufrieden. Da habe ich heute doch noch was geschafft, das ist ganz gut. Dann schneide ich das morgen, lade das noch hoch. Übermorgen bin ich auf dem Konzert von Menasmoos, kennt man vielleicht. Und ja, da habe ich 2 Tage frei, die ich ja eigentlich mit jemandem verbringen hätte wollen, aber wird ja nichts und deswegen mal gucken. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Campingvideo machen oder so. Ist ja gerade ein bisschen wärmer geworden. Oder vielleicht auch nicht. Müssen wir mal schauen, wie ich das mache. Und ja, ne? Ich habe jetzt gemerkt, dass ich Scheuermilch gar nicht wirklich gebraucht habe. Da hat es tatsächlich auch nur gereicht, ein Taschentuch zu nehmen, ein bisschen Isopropanol drauf zu packen und 2-3 Mal drüber zu reiben, dann war es weg. Also die Konsole ist wirklich in einem sehr guten Zustand eigentlich. Also ja, ein bisschen eingestaubt oder so, aber jetzt nicht großartig verbeult, verdreckt oder sowas. Eben ganz normale Gebrauchsspuren, wenn das Teil eben im Wohnzimmer steht, ein paar Mal bespielt wird. Vielleicht die ein oder andere klitzekleine Macke, wenn man da mal was bewegt, also ja, so wie man sich den Zustand eigentlich wünschen würde und vorstellen kann, wenn man damit eben ganz normal umgeht. Ich habe ja schon sehr viel Schlimmeres gesehen. Siehe dieses Video hier oben, hatte ich, glaube ich, auch letztens schon verlinkt. Das war, glaube ich, eine PS4 in Weiß, ohne Pro, im Tausch gegen eine Xbox One. Und für die Xbox One hatte ich damals, glaube ich, auch nur 30 Euro bezahlt, weil das WLAN-Board für 12 Euro defekt war oder so. Ja, so kann es auch gehen, ne? Ich hoffe jedenfalls, dass man was lernen konnte, dass es trotzdem halbwegs unterhaltsam war, irgendwie auch, wenn ich das schon mal in allen Einzelheiten gezeigt habe. Es war jetzt tatsächlich ein anderes Modell gewesen, also ganz bisschen anders. Und wenn man jetzt sagt, ah okay, ich will die Konsole auch sauber machen, dann am besten das Anleitungsvideo von mir dazu Hilfe nehmen, weil ich da wirklich ganz genau drauf eingehe. Hier habe ich ja 1, 2 Sachen vergessen, weil ich mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache war, aber mir doch dachte, so, ich muss jetzt irgendwas machen, ansonsten drehe ich hier durch. Nächste Woche sieht die Welt wieder anders aus, schätze ich wohl. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, auf jeden Fall. Hoffe, es hat gefallen, ja. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.